Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit der One Piece Charakter Season auf normal. Dieses Mal ist Ruffy dran, beim letzten Mal sind wir ja mit Zorro eingestiegen. Und der erste Gegner ist direkt Sanji. Das kann tricky werden. Sanji ist ja bekanntlich sehr schnell unterwegs. Mal gucken, ob wir hier irgendwie was gerissen kriegen. Beim letzten Mal, wie gesagt, mit Zorro sind wir einigermaßen gut durchgekommen. Schwierigkeitsgrad hatte ich bereits erwähnt. Immer noch auf normal. Die Map kann ein bisschen tricky werden, gerade wenn wir wieder ins Wasser fallen. Toll. So, komm her. Boom. Alter, die Bomben, ne, Männer. So, komm her. Ey, wie viel Schaden wir auch schon wieder haben, okay. Nee, das gibt's nicht. Jetzt. Special. Das ist Wahnsinn, was man hier so mal eben schnell an Schaden kriegt, wenn man hier einmal ins Wasser fällt. Also, der war gut. Der hat gesessen. So, komm her. Aha. Ja, komm. Bam. So, am besten ihn direkt runterschlagen. Boah, schade. Dann explodiert das Ding nicht sofort, ne? Aber wenn es neben mir ist, so, dann explodiert das Ding sofort. Übrigens eine geile Map, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Oh, ist das hässlich, ey. Wenn du neben der Kiste stehst und die nicht schlagen kannst, weil sie im Winkel zu weit unten ist, ey. Das ist auch so zum Kotzen. So, komm her. So ein bisschen Energie werden wir doch noch wegklatschen können von ihm, oder? Nein, verdammt, verdammt, verdammt. Aber hat alles schon wieder viel zu lang. Jo, genau, genau, genau. Na, verdammt, ich habe gedacht, er kommt vielleicht reingesprungen. Ja, das ist gut. Aber ins Wasser mit ihm, nicht ins Wasser mit uns. Doch, ich weiß, ich habe ungefähr 20 Mal schon auf Springen gespammt. Aber es ist ja nicht so glücklich gewesen wie das hier. Das war glücklich. Haben wir direkt Sanji weggesnackt, das war schon mal gut. So, dann werden wir direkt weiter mal. Also das Gequatsche so. Das werden wir jetzt hier einfach mal alles so ein bisschen überskippen. Das wird ja unter normal sowieso alles ziemlich lange dauern. Mit den Parts, nur weil wir jetzt hier Sanji mal eben so ein bisschen schnell rasiert haben. So, jetzt hier meine Lieblingsmap in Klammern. Die Map, die einfach für mich am normalsten wirkt, am ungefährlichsten. Na. Bekanntlich weiß man ja, dass die Maps auch ganz schnell mal gegen einen sind. Na, indem dann, wenn du raufschlägst, plötzlich ganz viele Bomben und sowas drin sind. Aber es ist wirklich so, du musst den Gegner im Prinzip die Map, also die Kiste kaputt machen lassen. Weil, ey, jetzt, komm. Oh, jetzt kippt er wieder um. Na? Ja, verdammt. Jetzt. Ich hasse das, wenn die immer umkippen. Jetzt. Ey, einfach zu schnell in der Verteidigung drin. Ja, komm. Ich bin ja zu schnell in der Verteidigung drin. Oh, oh. Komm. Das gibt's nicht, ey. Was soll ich denn gegen ihn hier machen, ey? Er dödelt doch nur in der Verteidigung rum. Ja. Schade, der Blitz war zu früh. Na, komm hoch. Ey, aber Smoke, der ist ja ganz schlimm. Der ist ja nur in der Verteidigung. Was soll ich denn da machen? Guck mal, der dödelt doch nur in der Verteidigung rum. Jetzt. Ja, toll, Einschlag. Na, toll. Ja. Ist auch schön, wenn man dann plötzlich falsch rumsteht. Nein, verdammt. So, oh, wie viel Schaden wir schon wieder bekommen haben. Das ist auch schon wieder Gold. Das gibt's nicht. Hat er geblockt? Das gibt's nicht, ey. Dreimal gemacht, zweimal nicht getroffen, einmal geblockt. Das ist auch richtig Gold. So, komm. Komm, bam. Schöne Sache. Kriegt er den nochmal schön ab. Bisschen Schaden machen.
Alles brauchst du ja auch gar nicht mehr versuchen, es sei denn, du sammelst hier irgendwie ein Schwert ein. Ja, verdammt. Na, komm her. Ich muss direkt noch einen ab. Jetzt mauert er mich hier ein. Ja, ich schalte nochmal einen ab, ne? Unfair können wir auch. So, und... Flatsch, reicht das schon? Sieht so aus, oder? Ja. Kill. Damit haben wir Smoker auch weggemacht. Und dann droppen wir einfach mal den nächsten. Mal gucken, was da so abgeht. Schauen wir uns mal an. Oh, Alvida. Also nochmal die gleiche Map. Könnte zum Vorteil für uns werden, könnte aber auch zum Nachteil werden, weil Alvida ja auch ganz gerne mal abhaut. Beziehungsweise sehr schnell unterwegs ist. Na, und dann werden wir uns hier einfach nochmal einen Bummi machen. Wie gesagt, ich mag die Map einfach, weil sie so ein bisschen schlicht ist. Aber so vom Unterhaltungsfaktor ist sie natürlich die langweiligste, könnte man fast sagen. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht. Ja, wie man... Also man muss mal drauf achten, wie man diesen ganzen Bullshit einsammelt, aber die ganzen guten Sachen dann immer plötzlich irgendwie kaputtgeschlagen werden von einem Welber oder ja, irgendwie eine Bombe drinne. Das ist das, was ich meine. Komm. Ich würde ganz gerne hier einfach mal... Wollen wir nochmal machen? Verdammt. Ja. Ne, genau. Dass er denn schön oder sie schön ein Messer drinne hat. Also ein Schwert. Bei mir wäre da eine Bombe drinne gewesen. Und... Bam! Der war gut. Ah, nein. Bleib doch oben. Ich sag ja, bei mir wäre da eine Bombe drinne gewesen. Ja, genau. Na. Ja, war klar. Ich habe schon gedacht, ich schieb sie einfach raus. Na, komm her. Kannst nochmal den hier abhaben. Ich meine... Es lohnt sich halt einfach, ne? Wenn sie da oben steht oder wenn der Gegner an sich da oben steht, so, dann kriegst du halt den Flatschen ab. So, was soll man machen? Guckt euch meine Energie an. Ah, shit. Oh, das zweite Mal wollte ich nicht. Also den Special hier, also, er hat ja eben einmal nicht funktioniert, aber den hier wollte ich gar nicht. Ich habe eigentlich nach oben gedrückt und springen. Beziehungsweise schlagen. Und dann hat er offensichtlich noch geleuchtet. Irgendwie habe ich da wohl... Da habe ich mich verdrückt. Eigentlich sollte er einfach nur nach oben schlagen, aber umso besser, dass es geklappt hat. So, dann haben wir Alvida auch fertig gemacht. Da haben wir so ein bisschen mehr Glück gehabt als gegen Smoker, fand ich. Smoker ist nur auf Verteidigung gegangen. Alvida war halt schnell unterwegs, hat auch gut Schaden gemacht. Also da habe ich tatsächlich gedacht, da könnte ein bisschen tricky werden. So, jetzt kommt Dawn Creek. Mal wieder eine andere Map. Das kann ganz gut werden. Beziehungsweise es wäre vielleicht am geilsten, wenn man, also wenn die Special, also die Gegner meine ich, insofern durcheinander gemischt werden würden, dass du von jeder Map einkriegst oder so. Oh nein. Oh nein, jetzt komm, schlag. Und Verteidigungsmodus. Und er springt weg. Ja, wohin springen wir? Verdammt. Da habe ich nicht schnell genug reagiert. Oh nein, und wir stehen wieder falsch rum. Nein. Ah, da will man nicht reinfallen und lenkt deshalb noch woanders hin. Und genau dann fällt man rein. Creek, ey, ich merke das ja schon. Der macht so auch Smoker, weißt du? Auch Verteidigung ohne Ende. Jetzt. Verteidigung. Ja, und Verteidigung. Das ist das, was so ein bisschen bitter ist, ey. Jo. Boah. Ey, Alter. Wie das hier schon wieder von der Energie überhaupt nicht in meine Richtung läuft. Nehme ich gerne. So, komm her. Das ist auch geil, wenn er dann den Griff macht und du durch ihn durchschlägst. Normalerweise wäre das ein Treffer gewesen. Und nochmal das Ganze. Ja, kannst vergessen.
Und dann wirst du natürlich wieder von irgendeinem dämlichen Fass getroffen. Ich hasse das, wenn das Fass vor dir steht und du einfach nicht triffst. Jetzt. Nee, kannst vergessen. Nee, kannst total knicken, ey. Egal, was ich mache. Wenn ich da hinspringe, dann springt er da zufällig auch gerade hin. Wenn ich schlage, ist er in der Verteidigung drinne. Ja, immerhin haben wir ein bisschen Glück von der... Ja, genau. Eben nur ein bisschen, ne? Ja, dann kommt hier der Griff. Jo. Komm, hoch mit dir. Hoch mit dir. Spring hoch. Dankeschön. Und er kippt natürlich wieder um. Und kann mir wieder Schaden machen. Aua, aua, aua. Ich kann nichts machen. Alter. Man merkt vielleicht, dass ich ein bisschen genervt bin, aber das ist einfach mega, mega dumm. Wenn der Gegner all das kann, was du gerade versuchst, und das alles so wegblockt und weg, also immer die richtige, zufällig die richtige Antwort drauf hat. Jetzt habe ich hier wieder so eine scheiß Bombe drinne. Geil, ne? Keine Kiste, unten keine Kiste. Jetzt. Ne, kannst vergessen. Wieder so ein Bullshit. Ja, und ich kann wieder nichts machen. Ey. Das ist so nervig. Und hier hast du gleich zwei Kisten. Das ist ja toll. Brauche ich. Brauche ich nicht. Das bringt keine Punkte. Ja. Nee, es ist leider... Er macht hier leider richtig... Weiß ich nicht. Also dafür, dass er eigentlich so ein Powerhouse ist, wie ich im Wrestling ganz gerne sage, ist er verdammt schnell wieder unterwegs gewesen. Und, ja, wie gesagt, wenn du schlagen willst, dann ist er schneller mit Schlagen. Wenn du wegspringst, springt er plötzlich auch weg und natürlich plötzlich genau in die Richtung, in die du auch springst. Wenn er in eine Kiste reinfliegt, hat er danach ein Bierchen drinne. Wenn du in eine Kiste reinfliegst, hast du danach eine Bombe drinne. Das ist so, oder du schlägst gegen eine Kiste, hast wieder nur so eine dulle Münze oder eine Krone. So, was haben wir drinne? Eine Münze, nachdem wir schon mal eine Münze hatten, was haben wir hier drinne? Eine Münze, das ist ja unglaublich. Holen wir jetzt vielleicht noch eine Münze? Oder was machen wir? Und man trifft die, siehst ja, genau so habe ich mir das gedacht. Wenn du es wieder nicht triffst, dann hast du da mal eben wieder schön Schaden drinne. Bumm. Der war theoretisch ganz gut, mit Ausnahme davon, dass ich brenne und er nicht. Gut, er ist ins Wasser gefallen, deshalb hat er vielleicht nicht gebrannt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich wieder eine Münze drin habe. Alter, ist das ätzend. Ich finde das crazy, dass wir einfach unglaublich viel Schaden schon wieder bekommen haben. Guckt euch das an, er weiß genau, wo ich hinspringe. Nehmen wir. Trevor. Und... Schöne Sache. Jetzt haben wir ihn mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das ist auch wieder Bullshit, was wir hier drin haben. Eine Münze. Das ist das, was ich meine. Ja, genau. Und ich habe wieder Bullshit drin. Jo. Komm. Alter, das gibt's nicht. Und er noch ein Treffer. Und ich habe eine Münze drin, das ist ja richtig geil. Da haben wir aber richtig Glück gehabt, Alter. Ey, ich fand das so lustig, wie er eben nur ein, zwei Schläge gebraucht hat. Und ich noch mega Energie, also was heißt mega Energie hatte, aber noch viel Energie hatte. Und plötzlich war meine Energie auf einmal total runter. Und er hätte das Ding fast noch gewonnen. Also weiß ich nicht, warum Creed hier an dieser Stelle so stark sein musste. Also das habe ich auch schon anders gesehen. Dass wir Creed mal... ein bisschen leichter platt gemacht haben. Also Creed hier plötzlich mit Abstand auf einmal der Stärkste gewesen. Das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Eigentlich war Creed immer der Schlechteste von allen. Also naja, was heißt der Schlechteste, aber plötzlich war er hier der Stärkste. Also das war schon ein bisschen tricky. Na. So, komm her. Jetzt. Natürlich ist sie wieder in der Verteidigung drin. Jo. Kannst vergessen. Zum Glück kann sie wenigstens auch kein... Ja, genau. Kein Wasser ab.
Also es ist wirklich vom Timing her sind die heute wieder alle richtig gut drauf. Aber gut, wir spielen halt unter normalen, ne? Aber das, ich merke so, wie es einfach gar nicht läuft für mich. Also das ist schon richtig crazy, was hier so abgeht. Ja, guck mal, wie sie... So, komm her. Ich kann nichts machen. Jo. Komm her. Kriegst du halt den. So, das ist mir auch vom Schaden her wieder zu crazy gewesen, muss ich sagen. Also, dass sie denn... Man hat die ganze Zeit, wo wir da links standen und sie rechts so... Und sie einfach die ganze Zeit so hüpft, dass sie guckt, ja, wo steht er denn? Und wie kann ich ihn am besten treffen? Und dann schmeißt sie random die Kiste und trifft mich. So, das ist... Ist mir alles ein bisschen zu... Zu exakt, ein bisschen zu genau, weißt? Was soll denn da unter schwer noch passieren, Alter? Jetzt. Ja, das ist halt auch... Da hätten wir fast mit dem letzten Schlag der Combo nicht getroffen. Was soll denn dieser Bullshit-Combo-Stil, wenn du mit dem letzten Schlag der Combo nicht mehr triffst? Was soll der Blödsinn? Das hier macht ja Sinn. Hier treffen wir alle drei Dinge. Oh nein. Ganz vergessen. So, jetzt... Das ist auch schon wieder Bullshit. Guck mal, bei mir kommt ja auch wieder keine Kiste. Ich weiß, es gibt nur drei Kisten auf der Map, aber... Ne? Wäre ich hier wieder nicht weggegangen, hätte sie auch wieder exakt getroffen. Ja, ich meine, dann warten wir halt. Ich komme nicht zu dir. Also vergessen. Ah, wir haben eine Kiste. Das ist auch wieder Bullshit, was wir hier drin haben. Damit kann ich nichts anfangen. Ach, wow, das ist ja unglaublich. Der trifft. Alter, was war das denn? Okay, keine Ahnung, was wir hier gerade gemacht haben, aber es hat richtig schön Schaden gemacht. Ich weiß, wir hatten den Rubin drin, also den... Das ist ja ein Rubin, glaube ich, ne? So, und... Tschüss. Das gibt's nicht. Das ist... Ein Treffer, weißt du? Ich hätte... Eigentlich habe ich sie schon zweimal gekillt. Ich kann sie nicht treffen, weil sie andauernd in... Guck mal, schon wieder verteidigen. Alter, ohne Scheiß, ich bin davon ausgegangen, wir gehen jetzt hier in die Verlängerung. Alter, ich habe sie 3 oder 4 Mal gekillt. Aber sie ist instant, noch beim Schlagen ist sie schon wieder in der Verteidigung. Das ist das, was so, also, ah. Vor allen Dingen, jetzt kann man vielleicht so ein bisschen verstehen, warum ich so ein klein bisschen genervt bin. Der letzte Gegner ist Shanks. Vielleicht kann ich an dieser Stelle mal erwähnen, dass ich das Ganze alles eben schon mal aufgenommen habe. Und easy peasy da durchgekommen bin. Wir sind jetzt bei 18 Minuten, sehe ich hier auf einer Aufnahme. Ich habe das Ganze eben schon mal in 13 Minuten hingekriegt bis zu Shanks. Und habe jeden Gegner instant easy peasy weggemacht. Da habe ich mich schon gewundert, ob ich hier auf normal spiele. Und dann bin ich gegen Shanks angetreten. Und Shanks hat mich einfach rasiert. Der hat mich einfach instant zigmal hintereinander weggemacht. Und ich glaube, dass er auch das jetzt hier wieder tun wird. Ich konnte nicht glauben, was das für ein Blödsinn war. Das hat sich nämlich... Ich war total verunsichert, ob ich auf normal gestellt habe, weil ich einfach jeden Gegner easy peasy weggemacht habe. Und dann kam Shanks. Und ich hatte plötzlich gar keine Chance mehr. Und das heißt, da habe ich so gedacht, nee, die Aufnahme... Also ich war nachher schon bei einer Dreiviertelstunde... Wo ich vorher ein bisschen was über 10 Minuten gebraucht habe für alle Gegner. Also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eine Viertelstunde. Und es waren alle Gegner weg vom Fenster. Und dann kam Shanks und ich habe einfach eine halbe Stunde an dem gesessen. Und habe nichts auf die Reihe gekriegt. Und das war so nervig, weil ich im Vorfeld wusste, dass Shanks nicht rasieren wird. Und dann hat er mich einfach noch krasser rasiert, als ich es schon erwartet habe. Und das war einfach... Das war mir dann in dem Fall zu dumm. Dann habe ich gedacht, nee, machst du die Aufnahme hier nochmal. Alter. Und man sieht ja hier Shanks einfach keine Chance gegen Shanks. Ey, und es ist ja auch unglaublich, ne? Also man kann ja hier mal vielleicht eine Strichliste führen, wie oft ich eine Münze drin habe, wenn ich die Kiste aufschlage.
finde ich auch schon wieder zu viel, wie dieser Schlag oder diese Attacke von ihm eben. Wie er instant umdreht. Diese Attacke von ihm hat mich nicht direkt getroffen. Also, und ich habe trotzdem Schaden bekommen. Also, das ist auch wieder so Dulli-mäßig. Natürlich dreht er sich in die richtige Richtung. Kann nichts machen. Ich bin in der Verteidigung drin, ich kann nichts machen. Das ist alles scheiße hier gegen Shanks. Das macht überhaupt keinen Bock. Keine Chance. Ich treffe ihn nicht. Jetzt habe ich ihn mal getroffen. Das ist ja schon mal... Alter, der Special dauert einfach viel zu lang. So, wie machen wir das am besten? Das war nämlich vorhin in dem Kampf auch. Im ersten Kampf sah es nämlich mit mir gegen Shanks gar nicht so schlecht aus. Und was ist dann passiert? Bam. Ich kann nicht sagen, was dann passiert ist. Dann hat er einmal sein Special gemacht und dann lief auf einmal gar nichts mehr für mich. Dann habe ich alle Gegenstände der Welt abgekriegt und so. Das war alles richtig scheiße. Kannst du einfach nochmal abhaben, Bro. Deshalb machen wir das jetzt hier auch alles mal ein bisschen unfair. Kann gar nicht glauben, dass ich dieses Match gewonnen habe, Alter. Da haben wir das einfach gepackt. Alter, ey. Ja, in der Hälfte der Zeit, die ich vorhin ungefähr gebraucht habe. Und vorhin habe ich ihn nicht mal besiegen können. Ich hätte, also ursprünglich wollte ich die Aufnahme so hochladen, beziehungsweise ich hatte ja gesagt, wenn wir es auf normal nicht schaffen, dann würde ich das trotzdem so hochladen. Aber in dem Fall war mir das so dumm. Also, sorry, ich habe, wie gesagt, ich habe alle Gegner beim ersten Mal platt gemacht. Ohne auch nur ein Hauch von Hindernis. Nicht so wie eben Creek oder so. Nein, ich habe die einfach alle in einer Viertelstunde platt gemacht. Und dann kam Shanks. Und es sah, also ich wusste im Vorfeld, okay, das wird schon. Der wird mich platt machen. Also, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Und ich habe ihn einfach über die Hälfte der Energie runtergeballert und er hatte von mir ein Fitzelchen. Und dann habe ich sein Special abgekriegt und auf einmal lief gar nichts mehr. Auf einmal habe ich bei ihm nichts mehr an Schaden machen können. Ich habe alle Gegenstände der Welt abbekommen und das war alles richtig scheiße. Dann kam der zweite Kampf gegen ihn, da hat er mich komplett rasiert, da habe ich ihn Fitzel abgezogen und er hat mich einfach komplett weggemacht. Dann kam der dritte Kampf, da sind wir in die Verlängerung gegangen. Nach der Verlängerung lief auch überhaupt nichts mehr und so. Das war alles scheiße. Und das hat mich so genervt, dass ich dann tatsächlich die Aufnahme abgebrochen habe und mir so gedacht habe, nee, denn eben nicht. So, aber in dieser Runde, eigentlich lief es hier ganz okay. Tut mir auch ein bisschen leid, dass ich hier so genervt bin. Aber das, Alter, wenn man mal so sieht, du schlägst gegen die Kiste, hast eine Münze drin. Du schlägst gegen die Kiste, hast eine Münze drin. Du schlägst gegen die Kiste, hast eine Münze drin. Er schlägt gegen die Kiste, hat sofort instant einen Rubin drin und all so ein Scheiß. Das ist, da kriegst du echt die Krise. Hier haben wir ihn ja jetzt einigermaßen platt gemacht. So, ich beende jetzt auch an dieser Stelle die Aufnahme und werde beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder mit ein bisschen besserer Laune dann mit Nami, mit der kann ich auch besser als mit Ruffy. Ich hatte nämlich auch vorhin, bin ich nochmal auf den zweiten Special eingegangen, warum ich den nicht gemacht habe, weil es einfach ein fucking Griff ist und Griffe sind so scheiße. Aber gut, wir haben es jetzt gepackt. Nächstes Mal ist Nami dran. Die Aufnahme ist auch erst nächste Woche. Da werde ich wieder ein bisschen bessere Laune haben. Und ja, an dieser Stelle vielleicht nochmal sorry. Aber wir haben es ja gepackt mit Ruffy. Und ja, dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal trotzdem wieder mit dabei. Und ja, bis dahin sage ich einfach mal ciao.